Ich arbeite nicht inhaltlich. Das Material ist das Material und der Raum ist der Raum. Was Sie sehen, ist das, was Sie bekommen. Was Sie selber an die Arbeit herantragen, ist der Mehrwert, den Sie selber einlösen. Die Einladung hat mich sehr gefreut, eine Arbeit zu entwickeln. Also Dr. Engler hat eine bestimmte Werkgruppe im Auge gehabt. Und ich habe mir dann sozusagen Spielregeln überlegt. Spielregeln, nach denen diese Arbeit ihren Ort hier finden kann. Für mich bildet die gesamte Wand, die gastgebende Wand, im Zusammenspiel mit den aufgebrachten Elementen die Form. Ich mache eine Wasserschüttung, und zwar nicht eine, sondern in der Tat vier, und schaue, was passiert, zeichne mir hinterher. Also es sieht aus wie ein comicartiges Magma, was sich verbreitet hat vielleicht. Dieses unsichtbare, transparente Material, was in die Wand eingezogen ist, wird sichtbar gemacht erneut durch den Auftrag von Putz. Das ist ein Mauerputz, das liegt ja in der Regel hinter den Bildern oder hinter der weißen Fläche. Und bei mir liegt es als schlankes Relief auf der Wand auf und zeigt also als eine matte, raue, feste Masse, zeigt es aber diese fluide Bewegung. Und das zweite Element ist eine Farbmöglichkeit, also eine Anlage von einer Farbe, die ich aufgebracht habe, ein Lack, die sich je nach Standort anders darstellt. Es ist eine Farbe, die uns aus den 80er Jahren von Autolacken her bekannt ist, ein Kipplack, in einem Kolloid gelöste Pigmente, die je nach Lichteinfall und Standort das Licht unterschiedlich brechen und sich andersfarbig darstellen. Und das dritte Dispositiv ist eben der Ort selber. Also für mich eben an der Schnittstelle zwischen diesen alten und neuen Räumen, an der Stelle, wo man von oben aus dem Kassenbereich runterkommt, die Treppe herunterschreitet, schnell auf dem Weg zu den neuen Gartenhallen und dann plötzlich unerwartet was sieht, was die Gehrichtung ändert. Das vierte wäre für mich dann eben das, was ich nicht beeinflussen kann, nämlich der Betrachter selber. Ich kann das Bild nicht kontrollieren. Also ich habe eine Anlage, es gibt ein Konzept, was durch die Ausführung eingelöst ist, und diese Anlage löst aber der Betrachter als anarchisches Moment ein. Das heißt, was mich daran besonders interessiert, ist, dass es hier viele Leute gibt, die mehrfach herkommen und jedes Mal ein anderes Bild sehen werden. Dieses Unerwartete wichtig nehmen, denke ich. Dieses Entdecken von Dingen, das, was für meine Arbeit typisch ist, was mich auch im Städel interessiert hat.